Hey ihr da draußen, herzlich willkommen zu Nightingale, dem dritten Teil des Tutorials. Wir sind jetzt auf dem Weg in den Sumpf. Ich hoffe, euch haben die letzten zwei Folgen gefallen. Lasst mir mal was da, damit ich weiß, ob ich damit ankomme oder nicht oder ob ich irgendwas ändern muss. Wir warten jetzt darauf, dass die Welt vorbereitet wird und dann stürzen wir uns sozusagen in den dritten Teil des Tutorials im Sumpf. Ja, wir sind ja mal gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Wir haben ja jetzt so einiges gelernt. Das sind ja nur die Nebenwege. Also das Tutorial wird als Nebenweg bezeichnet hier. Und wir setzen mal unsere Reise fort. Und hier sind wir jetzt im Sumpf. Da ist unser Puck. Hier haben wir Äste. Wir haben ja so ein bisschen was wie nannte sich das jetzt gleich? Man konnte es extrahieren und da konnte man diesen Staub draus machen. Weil wir ja schon zu schwer waren. Hier liegen auch wieder Steine rum, die man sammeln kann. Okay. Dann hören wir uns mal an, was Puck so zu erzählen. If not for Astaroth's decree, this trek would have been as easy as peach pie. We Fae are forbidden from consorting with your kind. And while my amity is yours, it behooves us both to move with caution. But enough prattle. Okay. Ja, sie haben ja anscheinend die Freundschaft mit diesen Feenwesen, was ja der Puck auch ist, wo gekündigt. Und dadurch sind diese Portale wohl zusammengebrochen. The bound guard Fae archways that align with temporal realms. As they're already acquainted with your despair, those fiends will emerge when you try to leave this final byway. Okay, gut. While I know man's impulse is to flee, without pluck, you're sure to expire. Prepare yourself, Realm Walker. Okay, wir sollen uns... Once this fen is within our wake, a fine morsel of knowledge I shall bequeath. Ahead lie relics of humanity's future. Okay. Knochen, Raubtierklasse 1 nehmen, Fell, Raubtierklasse 1 nehmen. Ah, okay, gut. Dann schauen wir uns hier mal um. Mit dem Essen geht's, schlafen müssen wir nicht. Schauen wir uns hier mal um, was hier so alles ist. Was war da zum Sammeln? Ach, da sind Steine. Okay. Schauen wir uns hier mal um. Sieht man hier irgendwas Besonderes? Da steht irgendwas Großes. Okay, was... ach so, jetzt hat er doch Hunger. Ah, okay. Interessant. Aber wir haben nichts zu essen mehr. Das... Worüber bin ich jetzt gestolpert? Ah, okay, hinter mir ist irgendwas. Was bist du? Ah, okay. Ihr seid verletzt. Sie müssen wiederbelebt werden. Okay. Aufgeben heißt wahrscheinlich, dass ich denn... Ah, okay, da muss man länger drücken. Okay. Mento Mori. Respawn. Ah, okay. Gut. So, aber wir brauchen ja was zu essen. Und diese Viecher waren wohl... Ah, okay. Habe ich mein Material noch? Ach so, meine Ressourcen liegen da jetzt. Ah, okay. Dann schauen wir mal. Okay, das wäre unser erster Tod. Ich wollte das eigentlich ein bisschen langsamer angehen. Der steht da noch. Eine andere Waffe habe ich eigentlich keine, außer vielleicht das Messer. Ah, okay, das ist vielleicht ein bisschen schneller. Na, komm mal her, Kleiner. Okay, da ist er umgefallen. Gut. Was haben wir jetzt hier? Fell bekommen wir von ihm. Und wir haben jetzt... Und was war es jetzt noch? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Da liegt noch irgendwas. Ach, da liegt jetzt Fleisch. Okay. Gut, das heißt, ich bräuchte ja... Ah, okay, das ist dann so eine Kiste. Überlebende. Alle Gegenstände nehmen. Gut.
Dann gehen wir mal kurz in unsere Bauoptionen rein. Ich hoffe, die lassen mich hier so ein bisschen in Ruhe. Ist das Wasser? Nee, das ist eine Oberfläche. Bauen. Überleben haben wir gesagt. Einmal ein Lagerfeuer. Das platzieren wir hier. Okay, und jetzt. Ich weiß nicht, wie man es wegdrücken kann. Das ist so ein bisschen schwierig. Ich komme jetzt aus diesem. Ah, okay, so kommt man. Mit Escape kommt man. Ressourcen, wir brauchen Steine. Okay. Ah, was war das jetzt? Ressourcen automatisch hinzufügen, dekonstruieren, kopieren, bewegen. Ah, okay, man kann die Sachen bewegen. Das heißt, wir brauchen Steine. Steine, Steine. Was bist du? Was hat das jetzt gegeben? Wasserspinat. Okay. Interessant. Aber ich würde gerne diesem anderen Viech nochmal so ein bisschen aus dem Weg gehen. Dann haben wir hier Steine. Wie viel brauchen wir? Sechsmal Steine. Ah, okay, da kann man mit der Pickaxe. Also, wenn wir das mit der Pickaxe machen können, dann können wir das ja mal testen. Vier. Ah, aber da gibt es Sandsteinblöcke nur. Ah, okay, aber das sind ja nicht die, die wir für die Ding brauchen. Wir brauchen ja auch noch ein paar Stöcke. Hier haben wir noch was, da haben wir noch was. Dann können wir uns vielleicht mal dieses Fleisch braten, dann gehen wir nicht gleich wieder hops, weil wir Hunger haben. Okay, hier hat es noch ein paar Steine, da verstecken sich noch ein paar Steine. Okay, aber Sandstein, denke ich mal, werden wir dafür so nicht brauchen können. Das ist jetzt nur eine Mutmaßung. Aber ich möchte mich hier in diesem gefährlichen Gefilde. Sind das auch Steine? Ne, sind keine. Sehen wir hier noch irgendwo welche? Nehmen wir uns einen Stein drauf. Das ist auch nochmal Sandstein. Was bist du? Da braucht man irgendwie eine Stufe 10 dafür. Ah, okay, jetzt ist er fertig. Jetzt können wir einmal hier rein. Gebratenes Fleisch. Fleisch. Einmal. Wie viel brauchen wir denn da? Eins von eins. Brennstoff verwalten. Da haben wir doch hier die. Kann man die auch irgendwie aufteilen? Okay, anzünden. Das brennt jetzt. Okay. Ja, oh, okay, brennen tut's. Jetzt aus. Ah, okay, man kann das aus- und anmachen. So, gebratenes Fleisch. Fleisch auswählen und herstellen. Und stellen wir das mal her, vielleicht. Gemischte Pflanzen. Okay, 3, 2, 1, 0. Okay. Gemischte Pflanzen. Was haben wir hier? Haben wir einmal Ringelblumen und einmal Wasserspinat. Können wir herstellen. Ah, okay. Da kann man jetzt dann unterschiedliche Sachen herstellen. Gut. So, dann drücke ich mal Escape. Und wir haben jetzt hier. Ah, okay, da ist irgendwas fertig geworden. Ich hoffe, das verbrennt jetzt nicht. Ich möchte jetzt einmal essen. Das ging mit der Taste F. Okay, das hat was gegeben. Und diese Ringelblumen. Was ist das? Dahlia-Samen, Ringelblumensamen, Kap-Aloe, Steinblock. Aber wo? Ach so, nee, das war ja noch nicht fertig. Ja, okay. Gebratenes Fleisch, Raubtier. Nee, das ist noch so ein bisschen. Jetzt hat er gemischte Pflanzen Ringelblumen 1 aufgenommen. Ah, okay. Und das hat er gleich auf die 6 genommen. Dann essen wir das auch mal. Und wie viel hat das jetzt gegeben? Okay, das ist jetzt die Frage. Das steht jetzt einmal 11,24 und einmal 11,55. Okay, wir sollen also Knochen und Fell. Fell haben wir irgendwie gekriegt. Aber ich sehe es nicht. Doch, da. Raubtier und Knochen. Ah, okay. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier auf die Jagd machen und straft mich Lügen, wenn dieses Messer nicht schneller und besser war als die Axt, die wir haben. Da läuft noch so einer. Was sind das? Pflanzenfasern primitiv. Okay, die brauchen wir so oder so immer. Da stellt er sich auf. Ohrenjockel. Na.
Okay. Okay. Bist du jetzt down? Oh, okay. Gut. Das wäre jetzt der zweite. Tierhaut und was liegt da jetzt noch? Da kann man doch noch irgendwas einsammeln hier. Was ist da? Was liegt da? Da war es gerade. Oh, die Knochen. Also dann brauchen wir jetzt noch einen von diesen komischen Viechern. Da ist Wasser. Im Wasser gibt es da auch Steine. Ah, okay, die können wir auch einsammeln. Okay. Da ist nochmal dieser Spinat. Das haben wir ja gemerkt, dass das Nahrungsmittel waren. Und Nahrungsmittel haben uns ja... Okay, wenn hier so viel von dem Wasserspinat rumliegt, dann nehmen wir den mal mit. Wo ist denn hier noch so ein Raubtierstufe 1? Schauen wir uns mal um. Okay. Jetzt hat er die... Nee. Verhalten wir uns da jetzt nochmal was. Dieser Salat. Okay. Da schwimmt auch wieder so ein Metall oder was das ist. Da hinten läuft noch einer. Aber ich erkunde hier, was ist hier in dem Wald? In dem Wald? Was ist in dem Wald? Wo ist Knall? Ah, da bist du. Habe ich mein Messer in der Hand? Ja, du bist schon aufgeregt. Ich sehe dich. Oh, okay. Okay, bist du tot? Oh, okay. Ich hoffe, du backst da jetzt nicht drin rum. Du löst dich dann auf, oder? Ah, okay. Ah, man muss das dann zerlegen. Okay. So. Haben wir alles? Eine provisorische Kapuzenperliere herstellen. Was auch immer eine Perliere heißt. Wir gehen mal kurz zu unserem Kochtopf. Dass ich hier mir noch ein bisschen Nahrung... Ich habe da so ein bisschen die Befürchtung. Fleisch haben wir dreimal. Herstellen kann ich drei Stück. Dann stelle ich mir die mal her. Gut. Pflanzen haben wir 7. Und 8-mal den Wasserspinat. Und dann stellen wir uns das auch abbrechen. Herstellen, okay. Ach so, man kann immer nur eins nacheinander herstellen. Ah, okay. Was steht da? Weitere Optionen gedrückt halt. So. Und jetzt sollten wir irgendwie ausgeruht überleben. Was gibt es denn hier so komische Geräusche? Dann gehen wir mal bei Bauen in Herstellen. Kochen. Ah, okay, das ist so eine Jacke ist das. Oder so ein Überwurf. Ah, okay. Den haben wir uns jetzt hergestellt. Okay, und die hat er jetzt wo? Hat er sie sich jetzt hergestellt? Ich sehe sie jetzt nicht. Ah, okay. Und die kann ich wo? Kann ich die... Ausrüstung 10. Ist das ein gewöhnliches Raubtierklasse? Wo kann ich die anlegen? Muss ich dafür das da ausziehen? Ist das ein Oberteil? Nee. Und wo soll ich die jetzt? Kann man hier ausrüsten? Und wo hat er die jetzt ausgerüstet? Ah, der trägt die jetzt so oben drüber. Ah, okay, gut. Die hatte jetzt ja einen anderen Gegenstand herstellen. Was haben wir jetzt? Gebratenes Fleisch, hatten wir ja gesagt. Er hat das ja abgebrochen. Gut, so, dann machen wir jetzt hier nochmal 19 Sekunden ein bisschen Fleisch. Wie gesagt, ich habe nur die Hälfte von meinem Lebensbalken. Das läuft halt auch 6 Minuten noch. Das heißt, wahrscheinlich so lange hält es noch durch. Gebratenes Fleisch nehmen 3. Okay. Okay, die haben wir jetzt fertig. Und jetzt können wir solche Healing Potions machen. Dafür brauchen wir A, Knochen und
Fasern. Und da kann man dann auch drei herstellen. Also hier kann man einzeln auswählen und hier kann man die volle, was man im Inventar hat. Okay, das dauert 7 Sekunden. Da haben wir jetzt eine, zwei und drei. Okay, einen Gegenstand reparieren. Ah, okay. So, wie war das jetzt hier, wenn ich hier länger drauf drücke? Nee. Ach so, wie kann man den jetzt reparieren? E. Und wenn ich jetzt länger drauf drücke, untersuchen, Gegenstand herstellen. Geht das irgendwo anders? Gegenstand herstellen. Da kann man das Feuer löschen. Gibt es mehr Optionen? Gegenstände sammeln, untersuchen, anzünden, untersuchen, Brennstoff. Ah, okay. Aber wie kann ich die Sachen reparieren? Wir haben ja unsere... Alle reparieren. Kostet 50. Reparaturkosten 50. Wahrscheinlich von diesem Staub. Okay. Okay, haben wir gemacht. Kehre zur Puck zurück. Ah, okay. Kann man das jetzt denn... Aber da war irgendwo was, was ich gesehen... Oh. Man konnte die auch irgendwie bewegen, untersuchen. Lagerfeuer unterstützt. Dieses Bauwerk keinerlei Schutz den Elementen ausgesetzt. Arbeite ich deutlich hier Schwert. Aber ich hatte hier irgendwo einen Punkt. Gegenstand herstellen. Gegenstand herstellen. Gegen anzünden. Dass ich das auch verschieben konnte. Naja, dann erzähl mir mal was. Stolen life to preserve your own. Ja. A necessity, lest it become a vice. Natürlich ist es eine Notwendigkeit. One imbibed by men like dandelion wine. Ah, okay. Ja, damit kann ich jetzt leider nicht ihn mit Löwenzahn weinen. Now, I've led you about around. Through bog, through bush, through brake, through briar. Okay. And forthwith a temporal realm of abeyance awaits. And so too. Nightingale. Ah, okay. Ja, diese Stadt First soll mir you ja must finden. Oblige your inner essence and choose the landscape that beckons. Ah, no need for Zuerst words. Musst du die innere Essenz Only nachkommen thought. Und eine Landschaft wählen, die dich lockt. Wald. The mystery of the halt. Abgeschlossen. Mysterium des Holzes. Okay. Play your cards, but beware. The bound will storm once the archway rouses. Crack their pitiable little skulls. Ah, okay. Show no mercy. Ah, okay. Gut, das heißt, wir sollen jetzt, dann schauen wir mal auf die Karte. Und wo ist jetzt das Portal? Ist hier. Kann man das irgendwie an Schnellmarker setzen oder sowas? Wir haben hier einmal Kartenstempel. Okay. Also müsste der irgendwo... Opa, was ist das denn? In diese Richtung sein. Da müssten wir hier durch den Sumpf. Aber mich würde interessieren, ob ich dieses Feuer abbauen kann. Weitere Optionen untersuchen. Ja, ich höre irgendwas grunzen. Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter. Sammeln so lange noch ein bisschen fleißig. Da stürmt er durchs Wasser. Hüpfen wir da mal hoch. Da vorne läuft noch so ein... Schauen wir nochmal auf die Karte. Wir müssen wahrscheinlich eh an dem vorbei. Dann esse ich nochmal kurz was. Ja, du hast mich gesehen. Was jagst du da? Was, hier rannte gerade was auf dem Boden rum. Bist du sauer auf mich? Ach, da ist noch irgendwas. Was bist du? Achso, du bist auch so einer. Was hast denn du da jetzt umgebracht? Gut, du bist down. Okay. Okay, du bist auch da. Dich muss ich jetzt dann auseinandernehmen. Dann nehmen wir mal das Fleisch und das Fell mit. Ah, okay, okay. Was ist, bist du denn? Du siehst aus wie so eine kleine Ratte.
Okay. Du gibst noch mal Beutetier und Knochen. Okay. Okay, dann sammle ich das mal alles ein. Gut. So, sagte, begeben Sie sich in eine Schwebewelt. Ah, okay. Das heißt jetzt also, wir müssen jetzt sozusagen. Was haben wir denn jetzt hier? Fleischraubtierklasse 1, Fleischtierbeutetierklasse 1. Okay. Okay. Ja, dann esse ich nochmal was. Dann bin ich noch ein bisschen weiter oben. Was bist du da? Ah, okay. Du bist irgendwie eine Stadt oder irgend sowas. Ach da, bist du so eine Ratte gewesen, die wir da gerade, die der arme Kerl da umgebracht hat? Steht da irgendwie dran, wie du heißt? Krankheit. Ach du heiliges Kanonenrohr. Man wird krank, wenn man ins Wasser geht. Okay, Krankheit geht zurück. Ich kann nicht jetzt die 8 auswählen. Ah, okay. Okay. Was ist hier los? Ach, hier wird sich wahrscheinlich das Portal befinden. Dann bin ich hier gar nicht. Sammeln wir hier noch ein paar Fasern ein. Und wenn ich das jetzt hier maximale Gesundheit. Essen wir das mal. Okay, dann haben wir zweierlei gegessen. Wo ist denn das kleine Hüpfeviechchen? Was ist hier? Oh. Ach, ihr habt das hier besetzt, oder wie? Okay, warum bist du jetzt da rausgerannt? Laufen wir mal da den Turm hoch. Okay. Schleier zwischen den. Ach, das sind denn solche Gebäude der Stufe 2. Kommst du mir hinterher? Hoffen wir mal nicht. Einsammeln, was war das? Zinnerz eingesammelt. Okay, wir sind nass. Ah, der tötet da unten irgendwas. Wir machen immer Jagd auf diese komischen Ratten da. Okay, hier ist. Da unten liegen auch irgendwelche Barren drauf. Aber ich glaube, da werde ich, glaube ich, nicht drauf springen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Bollwerk-Werkstattkarte. Okay, dann haben wir. Roher Edelstein, okay. Und Gewehrmunition Kaliber 4,433. Okay. Na, danke schön. Versteckt sich hier noch irgendwas? Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass. Nee, ich muss weiter in die Richtung. Da oben ist das Portal. Ah, okay. Aber gut, dass wir das hier vielleicht erkunden. Vielleicht gibt uns das schon ein bisschen. Mehr. Was liegt hier am Boden? Das kann man nicht einsammeln. Da steht eine Flasche. Einsammeln. Nektar. Berberitze. Okay. Was ist, wenn ich. Ach, den kann ich. Aber das verstehe ich nicht. Was ist das? Kuh? Oh, Berberitze. Ah, okay. Das kann man trinken. Okay. Ja, mit der Nahrung. Die Leiter hier hoch. Okay. Kann man hier irgendwas machen? Hier ist so ein Steuerrad. Nö. Sieht schon lustig aus. In der einen Hand ein Messer und in der anderen diesen Bärenwrap oder dieses Gemüse, was ich da gekocht habe. Laufen noch mal ein Stück höher. Okay. Da ist ein Ballon. Von hier oben sieht man mal so ein bisschen die Welt noch. Da ist auch noch mal eine Kiste. Was haben wir hier? Hier haben wir eine leichte Schleierkarte. Spielen Sie diese Karte, um sich schneller zu bewegen. Ach. Talisman der Kraft erhöht die Kraft der schubsenden Träger nach erfolgreichen geblockten Angriffen. Bauholz. Ach, oje. Was meinst du, ist jetzt dein Problem? Du möchtest dich, glaube ich, gerne mal ausruhen, oder? Dann schauen wir mal. Geht das hier? Überleben? Nee, ausruhen. Bett. Stöcke haben wir. Platzieren. Und dann machen wir das weg. Ressourcen.
Und jetzt ist es da. Kurz E. Kurzes Ausruhen. Okay. Jetzt ist die Frage, kann ich das hier wieder irgendwie wieder abbauen? Lange Ruhezeit ist... Okay. Ich kann es nicht wieder abbauen. Nee, das geht nicht. Ja, Gewicht des Inventars behindert mich. Ja, wir müssen jetzt ja sowieso erstmal nicht sprinten. Gut, da oben steht nochmal eine Kiste. Da steht auch so eine Kiste, aber die hat wahrscheinlich nichts zu bedeuten. Leitern kann man noch nicht benutzen. Dann ist hier auch nochmal so ein... Ach, da drüben wäre auch nochmal so ein Turm gewesen. Da liegen solche Zinnbarren drauf. Was haben wir denn hier? Hier haben wir einmal gewöhnlicher Healing Slow Slave. Okay, ablegen. Und einfacher Schirm. Okay. Okay. Einfacher Schirm. Ja, mit den Schirmen konnte man ja hier irgendwie fliegen. Da konnte man ja hier runterspringen. Aber wo ist denn der? Kopfbedeckung. Weltenkarten. Ah, okay. Das ist das, was wir bekommen haben. Schwebekarte. Bollwerkkarte. Spiele diese Karte, um ein haltbare Werkzeug in ihrer Blockfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Ausdauerkosten zu erhöhen. Okay. Leichte Schleierkarte. Ja, die haben wir ja gelesen. Aber wo ist jetzt... Ist der bei Herstellen? Gehen wir mal kurz rein. Herstellen. Jagd. Kochen. Das sind unsere Sachen, die wir herstellen können. Gut. Bauen. Überleben. Grundrezepte. Nö. Da habe ich jetzt keine Ahnung, wo das ist. Dann würde ich mal sagen, dann gehen wir jetzt dann einmal den Turm runter und wir treffen uns in der nächsten Folge dann am Portal und schreiten dann in unsere erste Welt, würde ich sagen, weil es ist jetzt, glaube ich, naja, langweilig würde ich es nicht sagen, aber mir dabei zugucken, wie ich jetzt hier durch die Karte... Kannst du da rüberspringen? Achso, du kannst ja nicht springen, du bist ja zu schwer. Ah, okay. Jetzt müssen wir nur aufpassen, hier rannten irgendwie diese Jockels rum. Was haben wir denn hier? Infusion der Genialität, Ausdauerregeneration. Wenn Sie diese Infusion zur Verzauberung einsetzen, bietet es Ihnen eine erhöhte Ausdauerregeneration. Ah, okay. Schwindelkart. Spielen Sie die Karte, um größere Sprünge zu vollführen, Verletzungen widerstehen und Ihre allgemeine Kraft zu steigern. Interessant. Nektar. Okay. Ja, das ist ja, wenn man... Ich habe ja hier diesen komischen Nektar da. Wenn ich den auf die 6 setze, weil irgendwie geht das ja mit der Nahrung. Jetzt trink den mal. Okay, das hat mich jetzt auf... geheilt. Jetzt muss ich aber wieder rein, damit ich mir mein Essen da noch hinmachen kann. Okay, wunderbar. So, dann laufen wir mal zum Portal. Wir treffen uns dann für die nächste Folge am Portal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Interesse. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht wie mir. Es ist sehr interessant. Wie gesagt, einige Sachen verstehe ich noch nicht so ganz, wie die funktionieren. Und ja, lasst mir einfach mal was da, wie euch das Spiel gefällt, was ich vielleicht falsch mache oder sonstiges. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Bis zum nächsten Mal.